Ein wenig Kokosnussmilch zusammen mit der Currypaste erhitzen. Während des Erhitzens die Currypaste in die Kokosnussmilch einreiben. Hühnerbrühe verdünnen. Hähnchenfleisch dazu. Palmzucker. Und dem Namen Bla der Fischsoße. Jetzt die restliche Kokosnussmilch dazugeben. Abschmecken. Nach Belieben Salz dazu, Fischsoße. Hören Sie auf Ihre Geschmacksnerven. Nun die in Würfel geschnittenen Bambussprossen. Limettenblätter, das Thai-Basilikum, und in Streifen geschnittenen großen Chilis. Das Gang Pad Guy ist zubereitet. Thai Cooking Today wünscht erfolgreiches Nachkochen.